So, meine lieben Leutchens, und da sind wir auch schon wieder zurück zu einer neuen Episode von XCOM Interceptor mit dem Wehofner. Jo, eins, zwei, es sind immer noch dieselben Außenposten. Wir müssen jetzt mal, wir fliegen jetzt Folgendes. Wir fliegen jetzt Ablenkungsmanöver. So, wir fliegen jetzt Starbase One. Fliegt zum Alien-Stützpunkt. Plattform-Einsatz gestartet. So, und sobald jetzt unsere XCOM-Flotte auf der Höhe von New Hope ist, starten wir die zweite Flotte zu einem kleinen Überraschungsangriff. So. Alle Mann auf New Hope in die Kampfschiffe. Wir müssen jetzt nämlich ein Ablenkungsmanöver fliegen. Die fliegen jetzt auch hier hin. Richtung Alien-Stützpunkt. Plattform-Einsatz gestartet. Und machen dann aber einen Schwenker zum Ranger. Oder zum Roliere, das weiß ich noch nicht. Ach Gott, wartet mal eben, hatten wir die gerade. Ne, die hatten wir auch schon kartografiert, die Dinger. Gamma Hydra. Ah ja, wieder was aus dem Star Trek-Sektor, aber ist jetzt egal. Falls ich es schon erwähnt haben sollte, ich weiß es schon gar nicht mehr. So, und ihr seht jetzt, die Flotte ist schneller als die, weil die hat bisher nur ein Schiff mit dem neuen Antrieb. Sonde verloren. Schiffbrauchschiff aufgespürt. Habe ich mir fast gedacht. Gefechtsalarm. Dann räumen wir jetzt mit unseren Schiffchen. Das sind nur drei. Und wehe, er schießt eine Primator-Rakete ab. Den schieße ich persönlich eine in den Hintern. Die können wir mit den Phasenkanonen erledigen. Da bin ich jetzt dafür. Jeder sucht sich ein Ziel aus. Anpassen an Ziel. Komm, wo bist du? Wieder einer weniger. Ja. Das sind die Phasenkanonen. Alien-Schwein! Keiner hat eine Rakete abgeschossen. Und zum Stützpunkt zurückkehren. Okay, wir drücken ihn auf H, aber wir fliegen jetzt nicht zum Stützpunkt zurück. Wir ändern den Kurs wieder auf die Alien-Station. Üblicher Kleinscheiß? Nee, kann man nicht. Let's Play 2. So, neues Ziel wählen. Alien-Stützpunkt. Und damit ziehen sich die zurück, weil die haben nicht genug Treibstoff hierfür. Um nach Ranger zu kommen. Zurück zum Stützpunkt. Abfangeinsatz gestartet. Und los geht's. Da alle die Primator-Raketen noch haben. Zurück zum Mutterschiff, Schwein. Bin euch dran. Genau. Ich geh rein. Alles auf die Schilde. Genau. Ich geh rein. Hey, hilf mir mal eben. Einer weniger. Ja. Hab ich dich. Und dann nichts, wir ab nach Hause. Onkel. Ausbrechen und zum ab nach Hause, ab nach Haus.
Wow, da fliegen die Türme der Station durch die Gegend. Ja! So soll es sein. So muss es sein. Oh, Dirk Iceman ist befördert worden zum Kommandanten. Herzlichen Glückwunsch! So, das wird dann wenigstens die Steuerzahler besänftigen, dass wir einen Außenposten verloren haben durch unsere Schuld, aber egal. So, danach ist diese Station dran und die Außenposten müssen wir noch erledigen. Aber ich bin dafür, dass wir das in einer anderen Folge machen, wenn jetzt unsere Raumschiffe alle gelandet sind. Aber vorher möchte ich noch was verkaufen. Habe ich ganz vergessen. Star Miss One, weil es sind unsere Phasenkanonen gekommen, die wir bestellt hatten. Stück hat man bestellt, wenn ich mich täusche. Zack, und guckt mal, 7 Millionen. Für 4 Millionen eingekauft für und 7 haben wir gekriegt. Das machen wir gleich noch ein paar Mal. Wir schnurren uns so Geld für eine neue Basis zusammen. Und nochmal 15 Stück bestellen. Na, 20 Stück. Jetzt guckt mal, 6 Millionen. Na komm, wir nehmen 24 Stück. So, 7,2 Millionen. Haltet euch das im Gedächtnis. Dass wir 24 Stück geholt haben, bestellt haben. Und, so, wir machen jetzt Schluss. Oh, ist auch ziemlich spät. Ich muss ins Bettchen. Mehr verrate ich jetzt nicht. Und dann würde ich euch sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode von XCOM Interceptor. Und ist euch aufgefallen, wir hatten keinen Absturz? Ja? Okay. Also es muss wirklich was damit zu tun haben, wenn man zu viele Knöpfe hier drückt. Keine Ahnung, dass XP irgendwie dann falsche Informationen von dem Spiel kriegt und dann deswegen, bong, das Spiel abstürzt. Okay, dann sag ich bis zum nächsten Mal von XCOM Interceptor mit der W-Hofen als Kommandanten. Tschüssi.